Was schaffe ich? Herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Heute sind wir beim Mähen dran, erster Schnitt. Ja, nur mit dem Köppel. Jetzt noch, weil das Brummi ist kaputt gegangen vorher. Da ist der Kupplungszug abgerissen. Ja, das muss jetzt gerichtet werden. Das geht halt nicht. Jetzt halt nur mit dem Köbel, müssen wir mal schauen, was wir da an Leistung haben. Wir haben aber auch schon gut was geschafft. Gerade hinterher schon sehr im Musikteil. Ja, hier stehen wir unter einem roten Brustkorb. Und der hat ordentlich angesetzt. Also wirklich ziemlich gut dafür, dass er letztes Jahr auch hatte. Einiges an Äpfeln. Sind wir da echt zufrieden. Ja, wir sind ja auch direkt an unserer Versuchsanlage, die wir letztes Jahr angelegt haben. Eben zum Schauen zwecks. Einfach verschiedene Sorten zum Ausprobieren mal. Auf M25. Und hier haben wir einen Vertreter, der sehr spätblühend ist. Und ist halt für die froschgefährlichen Gebiete hier schon echt ein Vorteil, wenn man da Sorten hat, die eben ein bisschen später blühen. Das heißt ein bisschen. Jetzt haben wir den 11. Mai. 10. 11. Mai. Und nächste Woche bleibt es trotzdem noch kühl. Das heißt, dass der wohl erst Richtung Juni richtig blühen wird, wenn er überhaupt ein bisschen was ansetzt. Wir stehen ja auch erst seit einem Jahr hier. Frost hat kaum Schäden gemacht, habe vereinzelt mal im unteren Stammbereich eine schwarze Blüte gesehen, also einen schwarzen Stempel. Der alte Luiger Apfel kommt jetzt auch zum Blühen langsam. Wenn man da sieht, unten ist natürlich ziemlich viel Totholz drin, aber da sind wir dieses Jahr nicht dazu gekommen. Das müssen wir nächstes Jahr im Winter auf jeden Fall mal rausnehmen. Oben drüber treibt er jetzt aus, aber ja, da wird schon noch was kommen. Hier ist, wie gesagt, die Wiese, die am meisten Äpfel wohl geben wird. Kann man jetzt noch nicht sagen, aber so vom Blütenansatz sind wir hier schon ganz gut dabei. Auch hier der Boskop hat gut angesetzt. Dafür, dass er sonst eher nur vereinzelt trägt an manchen Stellen. Wie gesagt, am Ostersonntag waren wir hier, habe ich die beiden rheinischen Bohnenäpfel da erwähnt. Die haben echt gut was drauf. Und auch sonst sind wir da eigentlich jetzt ziemlich zufrieden. Ja, wie gesagt, jetzt mähen wir mit dem Köppel. Wir schauen halt, dass es durchläuft einfach. Dass wir da
ordentlich was schaffen heute noch. Und mal schauen, wenn wir noch was sehen, dann zeigen wir es euch nochmal in der Cam. Also viel Spaß noch beim Zuschauen. So, jetzt sind wir auf dem letzten Stück für heute. So grob geschätzt haben wir jetzt schon über 100 A, also über 1 Hektar gemäht heute. Denk schon, ja. Und ja, eigentlich alles mit einer Mähmaschine, ja eben. Wurde ja schon gesagt. Ja, schade. Jetzt hoffen wir mal, dass es nicht zu viel kostet beim Brummi. Aber Dütte hat gemeint, das geht schon. Und ja, hält sich in Grenzen, weil so viel müssen wir jetzt da nicht mehr investieren eigentlich in das Gerät. Man sieht ja, es geht auch alles eigentlich so. Gerade die Fläche der Brühe haben wir schon gemäht gehabt eben. Und da ist mit dem Brummi doch deutlich geschickter als mit dem Köbel, weil da sind die Beben ja so eng und so. Da haben wir ja auch kleinere Beben und so. Und ja. Eben jetzt mit dem letzten Stück für heute, Schelmedobel. Schon bekannt eigentlich. Das ist mit deutlich weniger Äpfel wie letztes Jahr. Aber es geht auch. Bloß der Hauksapfel hat da. Weil der auch vor 2 Jahren geht, hat ein letztes Jahr ganz so viel noch. Genau. Aber passt auch. Und ja, sonst hält alles durch. Köbel müssen wir nachher wieder waschen oder gleich. Ist halt doch besser, gerade wenn man jetzt so viel gemäht hat. Und jetzt sind wir ja in der vierte Saison jetzt mit dem Köbel. Und ja, alt ist neu, aber man ist auf jeden Fall gewöhnt und ja, ist halt so, 4 Jahre. Und ja, pflegen wir das halt, schön schmieren immer, das ist wichtig. Ja, jetzt geht es mal wieder richtig warm werden, dass die Beben nochmal richtig in Fahrt kommen. Wasser haben sie genug, Dünger haben sie und. Gespritzt haben wir sie eigentlich. Die zweite Pflanzenschutzmaßnahme, die lassen wir jetzt. Weil heute ist jetzt auch gut, weil jetzt kommt auch wieder Schauer, jetzt noch Spritzer. Das wird ganz geschickt. Klar, die Luiga kann man jetzt schon gut machen eigentlich, aber für 3 Beben eigentlich. Weil die Engelsberger, die jetzt auch erst kommen, die gäbe das da nichts. Also das ist einfach so. Und wir haben ja letzte Woche schon alle Beben gespritzt. Jetzt muss man halt schauen, bei denen wirkt es wahrscheinlich jetzt nicht so, deswegen.
Ja, über Mittag haben wir durchgeschafft. Das machen wir eigentlich auch nie. Also unsere Oma findet es glaube ich auch schöner, wenn man alle drei zum Essen kommen, als getrennt. Beziehungsweise jetzt hat halt mal erst unser Vater gegessen, wir beide, mein Bruder und ich. Und ist halt das Kübel durchgelaufen. Da schafft man halt schon mehr. Und ja, das hat jetzt heute schon gut geschafft. Und von der Leistung sind wir zufrieden. Ja, vom Gras, klar. Hätte noch nicht sein müssen, aber nächste Woche können wir jetzt. Und in 2 Wochen ist dann wieder wahrscheinlich Hau. Und dann ist es mit den Poller und Gras, ja, Graspoller eben. Hat die, mein Bruder, noch wieder Probleme. Das haben wir ja letztes Jahr extrem geht, wenn es so Hau ist. Noch. Und da ist auch nicht mehr schön zum Schaffen. Und dann muss unser Vater das allein machen, eigentlich alles. Das ist ja auch nichts. Und jetzt schauen wir mal, wie es wächst. Sonst müssen wir halt eigentlich nicht mehr machen als sonst. Aber ich glaube, vom Mähzeitpunkt, also ich weiß jetzt nicht wie vorletztes Jahr, aber vom Datum her ist glaube ich so ähnlich. Nur das Jahr, die letzte Woche war der jetzt doch schon wieder Kilo und nass und jetzt so ein ganzes Wachswetter halt. Und letztes Jahr war es schon anders. Genau. Ja, also. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War wieder wegen mehr Arbeit, glaube ich, zum Schneider. Bisschen aufwendiger. Und ja, könnt ihr einen Kommentar da lassen. Eure Meinung zum Mäher. Wie mäht ihr vielleicht? Oh, da haben wir ja auch schon uns Gedanken gemacht, ob wir doch mal umstellen auf Schlägelmulcher. Aber soweit ist noch nicht. Und da könnt ihr mal reinschreiben, wie das Video war. Und ja, dann hoffe ich mal, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Wird wahrscheinlich jetzt wieder Pause gehen vor 2 Wochen, weil nächste Woche können wir eben nicht. Und ja, in 2 Wochen mal schauen, was man schafft. Nur der Rest mehr, so die kleinen Stücke und die jetzt so wichtige Wiese werden wir wahrscheinlich in 2 Wochen noch, je nachdem, wie es wächst. Und neu ist da nochmal mehr Action. Genau. Ja, also. Bis zum nächsten Mal. Ade. Der Zieleinlauf. Die letzten Meter. Vor Feierabend.